dumm, ich will auch einen Hund, aber du dumme Kuh hast das nicht verdient. Einem neuen Video von mir. Ich bin wieder sehr froh, dass ihr dabei seid. Und ich habe euch vor kurzem auf Instagram und meinen anderen sozialen Netzwerken gefragt, ob ihr Fragen über Kenji habt. Übrigens haben die meisten von euch über Instagram gefragt. Hier verlinke ich euch nochmal, beziehungsweise schreibe euch hin, wie ich auf Instagram heiße und wie auch Kenji auf Instagram heißt. Der hat nämlich eine eigene Seite. Auf jeden Fall beantworte ich euch jetzt eure sehnlichsten Fragen. Ich habe ein paar Fragen zusammengefasst, weil viele ähnlich waren und ich hoffe, ihr habt viel Spaß, lernt was draus und bleibt dran, denn am Ende bringe ich euch noch ein paar richtig, ja, herzzerreißende Hater-Kommentare, die ich unter meinen Videos bereits bekommen habe. Die erste Frage ist, wie alt Kenji ist und wie alt er wird. Er ist jetzt genau 9,5 Monate alt und er wird, ich glaube, so zwischen 13 und 15 Jahren können Huskies auf jeden Fall werden. Dann schließen sich auch schon diese nächsten Fragen an. Wann habe ich ihn bekommen? Ich habe ihn geholt. Wir haben ihn zusammen aus Erbendorf geholt, wo er geboren wurde. Und das war Mitte Oktober. Wir haben ihn mit 10 Wochen geholt. Wie alt war ich, als ich Kenji bekommen habe? Ich war 21. Also wie gesagt, das ist nicht so spektakulär, weil es ja eben erst letztes Jahr gewesen ist. Wann er Geburtstag hat? Er hat am 3. August Geburtstag. Das bedeutet, am 3. August diesen Jahres wird er dann ein Jahr alt. Ihr habt auch gefragt, wie ich auf seinen Namen gekommen bin. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt in meinen Videos, aber ich beantworte es euch trotzdem gerne. Und zwar bin ich ein Fan von der Musikgruppe Linkin Park und der Rapper von denen heißt Mike Kenji Shinoda. Deswegen Kenji kam mir sowieso schon bekannt vor. Und dann habe ich, bevor wir uns den Husky geholt haben, gedacht, ich brauche irgendeinen coolen Namen. Ich will nicht so einen typischen Husky-Namen, so Sky, Blue, whatever. Ich wollte unbedingt einen ausgefallenen Namen, deswegen habe ich gegoogelt und ein einziges Mal bin ich im World Wide Web tatsächlich über Kenji gestoßen. Und habe meinen Freund gefragt und er hat gesagt, das ist der Name. Das muss eigentlich der Name unseres Hundes werden. Und ja, wie bin ich drauf gekommen, mit Kenji Videos zu drehen? Es ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ich habe von Anfang an, ich habe ja noch nie einen Hund gehabt und das war so süß und neu alles für mich. Ich habe von Anfang an begonnen, alles zu filmen und zu fotografieren. Und ich fand es dann schön, wenn ich dann irgendwo so eine Erinnerung habe. Und wenn ich jetzt mir Videos anschaue, wo er noch etwas kleiner ist, das finde ich einfach so süß. Und das war mir auch irgendwie wichtig, dass ich nach außen das transportieren kann. Dass ihr zugucken könnt und sagen könnt, hey cool, der Hund wächst auf und ich kann es mit beobachten. Und wenn er irgendwas Lustiges erlebt oder reist, dann seht ihr das einfach. Und das ist halt schön, weil ich auch viele Leute damit begeistern will. Macht mich Kenji glücklich? Ja, auf jeden Fall. Er macht mich mega glücklich. Ich hätte früher nie gedacht, dass ich mir einen Hund hole. Von daher ist das sowieso schon so eine Sache. Ich bin jeden Tag glücklich, wenn er mich anstrahlt mit seinen süßen braunen Augen. Also ja, er macht mich wirklich sehr, sehr glücklich. Und ich glaube, in meinen Videos sieht man das auch. Hast du vor, dir noch einen Welpen zu holen? Momentan nicht, weil in unserer Wohnung hätten wir gar keinen Platz dafür. Aber generell, ich sag schon die ganze Zeit, ich fände es sau cool, wenn wir noch ein Weibchen hätten. Und das ein braunes Husky-Weibchen wäre. Das wäre einfach von der Farbkombination so cool. Das würde mir gefallen. Aber in naher Zukunft ist das, glaube ich. Und deine Frage ist noch, Kenji ist durch mich bekannt geworden und wie ich das finde. Ja, ich musste mir das natürlich vorher überlegen, wie ich das finden werde. Ich finde es natürlich gut. Wir werden auch auf der Straße angesprochen von hunderten Leuten, einfach weil er wie ein bunter Hund ist, obwohl er nicht bunt ist. Und ihr wisst, was ich meine, oder? Also man sieht nicht oft einen Husky auch im Internet. Ich finde es cool, dass er bekannt ist, beziehungsweise vielleicht ein bisschen bekannter wird, weil ich einfach finde, dass er so viel Positives ausstrahlt und indem man seine Videos schaut, nimmt man dieses Positive auch mit. Dann die Frage, wie groß er noch wird. Er wird zum Glück nicht mehr größer, er ist schon ausgewachsen. Der ist sehr, sehr schnell gewachsen am Anfang und war schon seit, ich glaube, der ist schon seit
Weihnachten oder so ausgewachsen. Also der wächst wirklich nicht mehr. Aber vorher ist der im Tagesrhythmus gewachsen. Das war echt Wahnsinn, dazu zu schauen. Ob ich noch einen zweiten Hund möchte, habe ich ja schon mehr oder weniger beantwortet. Gerne, aber momentan eher nicht. So, was mache ich am liebsten mit ihm? Am liebsten schmuse ich natürlich mit ihm und ich spiele mit ihm. Und am allerliebsten lerne ich gerne Sachen mit ihm. Also wenn mir ein Trick einfällt oder ich sage, das wäre cool, wenn er das könnte, dann übe ich das. Und er lernt halt auch sehr schnell. Man hat sehr schnell Erfolgserlebnisse mit ihm. Und das finde ich richtig, richtig schön. Was war das Schlimmste, was mein Hund gemacht hat? Ja, er hat nicht viel kaputt gemacht. Das hat mich gewundert. Also er hat wirklich kaum was kaputt gemacht. Das Einzige, was er kaputt gemacht hat, wirklich, das war tatsächlich eine Jalousie an unserer Eingangstür. Liegt aber daran, also wir haben recherchiert und ich glaube, es liegt daran, dass es einfach eine Eingangstür ist und er dachte, wenn er nichts durchsieht und die kaputt reißt, könnte er vielleicht durchschauen. Nur dahinter ist ein Milchglas und er sieht einfach gar nichts dahinter. Macht also eigentlich keinen Unterschied, nur er musste es halt rausfinden. Und ich blende euch das Foto gerne mal ein, als es das erste Mal gemacht hat. Richtig, denn einige Wochen später ist er auf die lustige Idee gekommen, es einfach ein zweites Mal zu machen. Und beim ersten Foto sieht man, wie es ihm eigentlich noch leid tut. Da denkt man sich, oh Gott, der Arme, den verzeihe ich hier. Und beim zweiten Bild sieht es aus wie, das habe ich mit voller Absicht gemacht. Aber dafür haben wir daraus gelernt und tun die Jalousie jetzt immer hoch, wenn wir gehen. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen meinem Freund und Kenji, das ist echt eine fiese Frage. Aber ich glaube, es ist wie so ein Kind. Es braucht meinen Freund als Bezugsperson und mich. Also ich könnte mich leider nicht entscheiden. Ich weiß, dass du diese Antwort nicht erwartet hast, aber es tut mir leid. Bist du zufrieden so mit Kenji, wie er ist? Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Auch in der Hundeschule muss ich sagen, am Anfang hat er sich schon manchmal aufgeführt. Oder wenn er wirklich solche Hormonphasen hat. Das ist völlig normal in dem Alter. Da hat jeder auch Verständnis dafür. Er ist eigentlich in allem pflegeleicht. Ob beim Urlaub mitnehmen, woanders übernachten. Das waren alles so Dinge. Mit ins Restaurant nehmen, etc., in die Stadt gehen. Das sind so Sachen, das ist nicht selbstverständlich, dass der Hund da normal drauf reagiert. Und es wäre völlig verständlich. Wir stellen uns immer aufs Schlimmste ein, aber er überrascht uns immer wieder positiv und das ist einfach voll schön. Also ja, Kenji ist mein erster Hund. Ob ich noch mehr will, habe ich ja jetzt schon mehrmals beantwortet. Wie bin ich auf die Idee gekommen, mir einen Hund zu holen? Das ist irgendwie immer noch rätselhaft zwischen mir und meinem Freund. Wir wissen nicht, wir sind beide Katzentypen, wir hatten immer nur Katzen. Also komisch, dass wir auf einen Hund gekommen sind. Aber wir waren uns sicher, wenn wir zusammenziehen, holen wir uns natürlich ein Haustier, weil wir es einfach nicht missen möchten. Und wir haben überall immer bei den Hausbesichtigungen gesagt, ja, wir würden uns eventuell ein kleines Kätzchen holen. Wie ist das so? Weil Katze ist immer so... Ja, das geht schon, aber Hund ist schon was Großes und Lautes und oh mein Gott, deswegen haben wir sowas nie angesprochen. Und als wir in diese Wohnung hier kamen, wurde uns gleich gesagt, auf gar keinen Fall eine Katze. Aber Hunde sind okay. Und wir so, okay, dann ist es eigentlich klar, was wir wollen. Und bei der Rasse haben wir nicht lange überlegt. Es war einfach so ein Bauchgefühl, dass wir einfach einen Husky haben möchten. Es war einfach so ein Gefühl, ja. Und jetzt habe ich auch noch über Snapchat Fragen bekommen. Wenn ihr mir auf Snapchat noch nicht folgt, dann macht das hier. Entweder ein Screenshot hier von diesem Bild. Hier steht nochmal mein Name. Und es lohnt sich wirklich mal vorbeizuschauen auf Snapchat, weil es eigentlich immer was zu sehen gibt von mir, beziehungsweise auch von Kenji sehr, sehr oft, was er gerade so macht. Und schaut vorbei, edit uns und seid immer dabei. Welches Merkmal zeichnet deinen Hund aus? Dein Hund ist mega süß und ich finde, du bist richtig schön. Voll süß. Danke, danke, danke schön. Welches Merkmal zeichnet mein Hund aus? Es zeichnet ihn auf jeden Fall aus, dass er alles mit sich machen lässt und auch sehr, sehr klug ist. Also der weiß ganz genau, wie er jemanden um den Finger wickeln kann. Dann noch eine Frage über Snapchat. Welche Fragen, an was man deinen Hund erkennt, also ein Markenzeichen von ihm oder so? Wow, okay. Markenzeichen ist echt tricky. Er ist schwarz-weiß. Keine Ahnung, er ist schwarz-weiß und er hat eine besondere Zeichnung. Er hat eine sogenannte Maske, also heißt seine schwarzen Umrandungen gehen auch um seine Augen. Kommen wir nun zu den wunderschönen Hater-Kommentaren, die ich bisher schon bekommen habe, die erstaunlicherweise alle unter einem einzigen Video sind, und zwar unter dem hier. Das ist das allererste Video, was ich von Kenji jemals hochgeladen habe. Und es zeigt seinen ersten bzw. den ersten zwei Tage bei uns zu Hause. Also das Video handelt weder von Erziehung noch von sonst irgendwas. Es sind einfach nur rein seine Tage, die er bei uns verbracht hat. Beziehungsweise sein erster Tag, allererster Tag.
egal, behalte jetzt einfach im Hinterkopf. Allererster Tag. Du dumm, ich will auch einen Hund, aber du dumme Kuh hast das nicht verdient. Ich danke dir recht herzlich, aber um ehrlich zu sein, habe ich mir das schon verdient, weil ich arbeiten war und ihn tatsächlich für meinen Lohn gekauft habe. Das nächste ist folgendes. Der arme Hund, weißt du eigentlich, wie lange er ausgehen, spazieren gehen muss? Ausgehen, das klingt jetzt aber irgendwie die Disco gehen, weil ein ausgewachsener Husky muss mindestens 3 Stunden am Tag spazieren. Und ich wette, das hast du noch nicht einmal gemacht. Ja, erstmal, ja, ich weiß, wie lange ein Husky raus muss. Ich habe hier einen und ich habe mich vorher auch selbstverständlich ausreichend darüber informiert im Internet und auch bei den super lieben Züchtern, mit denen wir uns wirklich lange unterhalten haben und die uns alle Fragen beantwortet haben, beziehungsweise immer noch tun, wenn wir Fragen haben. Und warum unterstellt man mir denn sofort, dass ich das noch nie gemacht habe am Tag? Hallo? Warum? Kennt einer von euch denn meinen genauen, exakten Tagesplan oder unseren Plan? Von mir, meinem Freund? Also, what? Ich find's eh lustig, dass man mich drüber aufklären möchte, was mein Hund ist. Auch sowas wie, oh, wusstest du, dass das ein Schlittenhund ist? Da denke ich, nein, tatsächlich. Also, die Information ist mir neu. Danke, dass ihr mich aufklärt. Vielen Dank. Auch das fand ich super interessant. Ich wette mit euch 50% holen nur einen Husky wegen dem Aussehen. Ihr wisst gar nicht, wie viel er Auslauf braucht, bla bla bla, Hauptsache Husky. Ich glaube, wenn es Hauptsache Husky heißen würde, dann würde hier jeder mit einem Husky rumrennen und das tut aber kaum jemand. Ich denke, dass sich die meisten schon über die Pflicht bewusst sind und natürlich hole ich mir meinen Hund auch wegen dem Aussehen. Warum denn nicht? Ich kann mir nicht irgendwas holen, was mich nicht mal anspricht, oder? Ich meine, klar, jeder findet etwas anderes hübsch. Das ist doch bei uns Menschen genauso. Ich finde diesen Hund einfach sehr schön und sehr elegant und sehr sportlich. Und ich finde es gut, dass er viel Auslauf braucht, weil wir dadurch eben auch raus müssen. Manchmal argumentieren die Leute, als hätte ich mir irgendwie einen Panda-Bären nach Hause geholt oder so. Nur weil er hübsch ist, habe ich mir den geholt. Aber was dazugehört, das weiß ich alles nicht. Oh ja, auch das war eine sehr tolle Aktion. So viele Erziehungsfehler in einem Video. Und das, ihr habt es immer noch im Hintergrund. Erster Tag Kenji bei mir Video. Allererster Tag, ja? Erziehungsfehler. Ich habe diesen Hund noch nicht mehr erziehen können. Er ist einen Tag bei mir. Einen Tag und eine Nacht. Was kann ich da erziehen? Auch das war eine super tolle Diskussion. Eine Hundetrainerin hat geschrieben. Ich kann sie besuchen. Ich könnte es gebrauchen. Und ich quäle mein Tier. Okay. Ich werde ganz sicher eine Hundetrainerin besuchen, die mich beleidigt und mir Vorwürfe im Internet macht. Im Internet. Wo sie ein Video von mir sieht, meinem Hund. Wo noch nichts von Erziehung ist und gar nichts. Das ist ein roher Diamant, der noch gar nicht geformt sein kann am ersten Tag. Und sie sagt mir, ich soll zu ihr gehen? What? Dann bin ich in einer sehr, sehr guten Hundeschule in Immenreuth. Ich mache auch sehr offiziell gerne Werbung dafür, weil die super kompetent und nett sind. Aber dass ich meinen Hund quäle und dass das jemand anhand eines Videos schon rausfinden kann, das wusste ich auch noch nicht. Dann hat eine darauf kommentiert, daraus schließe ich mir, dass das Tier mir leid tut und irgendwo anders besser aufgehoben wäre. Am besten gehe ich gleich mal los und vielleicht habe ich noch die Quittung für den Hund und gebe ihn vielleicht bei den Züchtern zurück. Ich hoffe, die nehmen ihn noch und der hat Garantieanspruch. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Deswegen bin ich hier, um eure Fragen dazu auch zu beantworten, zu der Hunderasse, zu Kenji an sich. Und es freut mich sehr, wenn ihr auch ernst gemeinte Fragen stellt und nicht meint, mir erzählen zu müssen, dass mein Hund ein Schlittenhund ist und dass er so viel Auslauf braucht. Das weiß ich. Ich war mir bewusst darüber, dass ich Videos von einem Hund hochlade und das irgendwie ähnlich ist wie mit Kindererziehung, dass dann sofort 20 Meinungen kundgetan werden müssen und die eine Mutter kommt, oh, du musst es so machen, die andere Mutter kommt, oh, du musst es so machen und du machst es falsch, du machst dies falsch, das, bla bla bla, weiß ich. Und es ist echt krass, dass es wirklich so ist. Aber damit habe ich gerechnet und es ist auch okay, ihr dürft gerne eure Meinung hier preisgeben. Es ist eine öffentliche Plattform. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Gebt diesem Video bitte einen Daumen nach oben, dann weiß ich, dass es euch wirklich gefallen hat und dann machen wir so etwas vielleicht noch einmal. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, hier nochmal die Information. Jeden Donnerstag kommt ein Husky-Video von Kenji Online und jeden Sonntag ein Beauty-Entertainment-Lifestyle-Video von mir für euch. Ja.
Und weil ihr zu fleißig wart, werde ich noch den Star des Videos holen, und zwar Kenji, und werde ihn mit hier ein paar Leckerlis anlocken. Und hoffe, er wird mich jetzt hören und kommt gleich.